Eichstätt in Oberbayern. In dieser Kleinstadt stehen immer mehr Läden leer. Ich finde es sehr schade, dass so viel leer steht. Es macht auch dann keinen Spaß mehr, in die Stadt zu gehen. Und es ist schon erschreckend, was da so alles leer steht. Ne? Immer mehr Geschäfte machen zu, das finde ich ganz blöd. Eigentlich genug Fläche also für Dunja Bauer-Knopp und ihre Filzmanufaktur. Nach 10 Jahren wollte sie mit den 2 Mitbegründerinnen in die Innenstadt umziehen. Also in der Innenstadt hatten wir das Problem, dass die Läden entweder von der Größe her nicht gepasst haben oder zu teuer waren oder auf 2 Ebenen, was sich jetzt auch nicht gut eignet für unsere Tätigkeit. Aber es steht doch so viel leer. Die Standortbeauftragte der Stadt Eichstätt versucht das zu ändern. Doch das ist gar nicht so einfach. Viele Eigentümer haben eben gar kein Interesse, diese Flächen zu vermieten. Sie sind nicht darauf angewiesen. Und das macht die Sache natürlich sehr schwer, diesen Leerständen hier beizukommen. Außerdem sind in der Altstadt viele Gebäude sanierungsbedürftig und denkmalgeschützt. Teure Renovierungen schrecken Investoren ab. 5.000 Studenten gibt es in der 13.000 Einwohnerstadt. Allein auf dem Marktplatz belegt die Universität 3 Gebäude. Wenn Flächen frei werden, wie zum Beispiel hier in diesem Gebäude, meldet die Universität Nutzungsansprüche an und setzt die auch durch und belegt solche Gebäude dann auch. Die Zinnteller von Willi Eisenhardt wird es bald nicht mehr geben. Er wird sein Geschäft am Marktplatz verlassen. Noch brummt der Marktplatz, aber wenn es immer weniger Geschäfte gibt, werden dann in ein paar Jahren trotzdem noch Menschen zum Wochenmarkt kommen? Es gibt Geschäfte, die auf die zentrale Lage angewiesen sind. Wer das aber nicht ist, kann raus auf die grüne Wiese. Im Industriegebiet sollte doch Platz sein. Thomas Hirsch baute die Fertigungshalle seines Unternehmens im Eichstätter Industriegebiet. Sein Betrieb liefert hauptsächlich Teile für die Automobilindustrie. Er startete sein Unternehmen in der Eichstätter Innenstadt. Neben dem, dass die Räumlichkeiten dann nach gut 9 Monaten schon ziemlich eng wurden, hatten wir auch dann eigentlich immer wieder die Parkplatzsituation als sehr große Herausforderung gesehen. Sprich, Kunden konnten nicht direkt vor der Haustür parken. Seine Verwaltung wollte er auch ins Industriegebiet verlagern. Das ist seit ein paar Jahren aber schon voll. Also erweitern? Das kann man leider nicht erweitern. Wir haben hier die Problematik, dass Eichstätt eine Tallage hat mit Hängen links und rechts, dem Fluss, der durchfließt, mit Überschwemmungsflächen. Hirsch gelangte nur durch Glück zu seinen Geschäftsräumen im Industriegebiet. Weil ein Mieter auszog, hat er jetzt direkt neben der Fertigungshalle seine Büroräume. Zwirn und Zwille sind in die Spitalstadt nahe der Innenstadt umgezogen. Werkstatt und Verkaufsfläche sind jetzt in einem großen Raum. Das erleichtert ihre Arbeit. Die Stadt plant ein neues Industriegebiet auf der Hochfläche nördlich von Eichstätt. Die Zukunft wird zeigen, ob das die Flächenproblematik löst.